Guten Tag zusammen. Heute sind wir in Österreich, in Tirol, genauer gesagt am Zammerlochputz. Die Reste der alten Mühle hier zu sehen. Ja, der Zammerlochputz ist eines der ältesten Wasserkraftwerke hier in Tirol. Hier dekorative Fontäne und der Blick zum Römerturm. Die Klamm bietet kostenlose Parkplätze, nimmt aber Eintritt, und zwar für Erwachsene 5 Euro, für Kids bis 15 Jahre 4 Euro und die Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Hier schießt der Lötzbach 30 Meter runter durch die Felsen. Der Weg ist keinen Kilometer lang, überwindet 50 Höhenmeter und die höchste Stelle liegt 814 Meter über dem Meeresspiegel. Das Ganze kann man hier gemütlich mit Kindern in einer Stunde bewältigen. Hier nochmals der Römerturm. In dessen Inneren ist eine kleine Ausstellung und Informationstafeln. Durch die Klamm schießen bis zu 2000 Liter in der Sekunde. Und auch hier, wie eigentlich jeder Klamm, ist festes Schuhwerk empfehlenswert. Großartig nass wird man eigentlich nicht hier. Man muss nicht unbedingt Regenjacke irgendwas mitnehmen. Alles easy. Ja, die ganze Klamm ist sagenumworben. Es gibt hier mehrere Geschichtchen zu Stierkopf und andere in Stein gewaschene Gestalten. Etwas oder mit viel Fantasie lassen sie sich auch erkennen. Hier gibt es wohl im Juli und August jeden Mittwoch abends um 20 Uhr eine Wanderung, schön beleuchtet in der Dämmerung. Vielleicht schaut man sich das auch mal an.
Hier ein Tunnel mit vielen Spiegeln soll einem wohl den Blick in die eigene Seele ermöglichen. Ja, wer unterwegs trödelt, der muss dann auch mal laufen. Hier geht es wieder die Berge runter Richtung Ausgang. Beziehungsweise werfen wir gleich noch einen Blick in den Römerturm. Übrigens sind die Helme hier der Schicke in Blau und Weiß im Eintritt inkludiert.